Ihnen eine ganz große Freude, jetzt den Felix Bühner bei uns zu haben, der uns wirklich in das Thema Artificial Intelligence einführen wird. Ich bin total gespannt. Alle reden drüber. Man weiß nicht so etwas passiert. Wir sind dann auch gespannt auf deine Einschätzungen und deine Erläuterungen. Vielleicht ein paar Worte zu ihm. Er ist aus Deutschland in die Schweiz gekommen, hat sein Abitur in Erlangen gemacht und dann dort auch an der Fachhochschule Electrical Engineering studiert. Anschließend an der Universität in Princeton in den USA einen Bachelor in Information Technology gemacht und vor kurzem auch ein CAS in Artificial Intelligence. Daneben hat er zahlreichste Weiter- und Ausbildungen gemacht, wie ich gesehen habe, und ist seit 10 Jahren jetzt schon bei der Swisscom und seit 3 Jahren befasst er sich jetzt eben mit Artificial Intelligence im INIDOS-Team, IT Network Infrastructure DevOps. Software. Er ist verheiratet und seine Frau ist auch da heute. Und wir begrüßen dich herzlich und sind sehr gespannt. Herzlichen Dank. Ja, das mit den Abkürzungen, das können wir gut machen. Das ist alles erstmal darf ich das Ding okay? Darf ich das Ding? Okay. Ja. Dankeschön. Und erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Heute ist, wie ich angefragt wurde, habe ich nicht lange überlegen müssen, weil das eben ein Thema ist, was mich auch persönlich sehr stark bewegt. Ich werde dann noch darauf zu sprechen kommen, was da die Gründe dafür sind. Genau. Aber ich hoffe, dass ich da dadurch eben einen Überblick mal geben kann zu dem Thema. Und also wie schon erwähnt, 3 Jahre jetzt im Umfeld. Artificial Intelligence ist nicht ganz korrekt. Es ist vor allen Dingen im Big Data Umfeld und im Big Data Umfeld passiert da recht viel hinsichtlich Datenanalyse und eben Mustererkennung. Und wenn wir dann bei der Mustererkennung sind, das werden wir mal sehen, dann sind wir auch schon bei der künstlichen Intelligenz. Und so ist der Zusammenhang. Das ist jetzt nicht ein Gebiet, wo wirklich sich nur auf künstliche Intelligenz fokussiert. Ja, da würde ich. Naja, ich habe jetzt noch einen Bildschirm bekommen. Ja. Funktioniert sogar. Also ich werde eben wirklich nur ganz kurz schnell mal auf das Unternehmen eingehen, ja, und auf die Abteilung und dann wirklich versuchen, euch mal aufzuzeigen, an einem Beispiel, wie man sowas herangehen könnte. Ja, das ist natürlich nicht der einzige Weg, aber ihr werdet sehen, dass das ein schwieriger Weg ist und ihr werdet gleich die Gründe kennenlernen und ich werde euch diese Herangehensweise kurz zeigen. Dann habe ich eine Demo dabei, also ich habe das App selbst heute dabei. Und werde es mal dann zeigen, wie das App funktioniert. Das App ist eben in der Lage, Hautkrebs zu identifizieren, ja, also von Hautkrebs gutartig, bösartig unterscheiden. Ja. Und werde das mal vorstellen und werden dann mal hinter die Kulissen schauen. Und wenn wir dann schon dabei sind, dann werde ich auch so ein bisschen Nähkästchen aus den Erfahrungen so ein bisschen erzählen, was so die Stolpersteine, was wirklich was der steinige Weg eigentlich ist. Also, das ist so der Plan. Ich hoffe, das ist okay. Genau. Also ganz kurz, Swisscom, ich muss glaube ich nicht viel darüber erzählen, ist ein IT-Dienstleister, also erledigt von Services, IT-Services und wir haben unseren Hauptsitz hier eben in Ittigen und haben auch ein Stückchen nicht ganz, also außerhalb der
der Schweiz. Ich weiß, dass wir haben auch noch Outposts in Berlin, Silicon Valley. Wahrscheinlich zählen wir nicht unter Swisscom AG, deswegen sind sie jetzt da noch nicht drauf. Aber vor allen Dingen im Fastweb in Italien, also das Internetdienstleister, den wir auch besitzen in Italien. Und das ist so die Präsenz außerhalb der Schweiz. Ja, das ist ein großer Laden, 20.000 Mitarbeiter. Und wir haben im letzten Jahr einen Umsatz eben 11,7 Milliarden. Und wir gehören zu 51% im Bund. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir ein nachhaltiges und innovatives Unternehmen der Schweiz präsentieren. Ja. Was machen wir eigentlich genau, oder was macht Unidos genau im Bereich Big Data, habe ich schon erwähnt, bin ich die letzten drei Jahre unterwegs. Und was ihr eigentlich seht, ist eine Auswertung oder eine Echtzeitauswertung, also ist eine Datenanalyse, die über Sensoren Telemetrie reinbekommt, und diese Telemetriedaten, die werden ausgewertet. Und das Blaue ist eben gut, das heißt, die Services sind da, das heißt, wir hoffen, dass wir ein gutes Kundenerlebnis haben mit uns. Und was eben nicht gut ist, sind diese roten Flecken, und je größer die sind, desto mehr sind betroffen, also desto mehr Kunden sind betroffen. Und das ist natürlich nicht, wo ihr das gerade merkt, sondern das läuft im Hintergrund, und wir ist es eigentlich geplant, dass wir das vorher merken. Und eben die Vision ist, dass das so in Richtung Self-Healing geht, also Self-Care, dass sich das von selbst quasi dann einrichtet, sodass ihr gar nicht mitbekommt, dass der Service quasi nicht da ist. Jetzt wäre das sagen, warum ist da mein Internet daheim so langsam? Das ist natürlich alles recht neu. Ja, es ist am Werden, und das ist das Ziel, das wir verfolgen, ja, dass ihr da möglichst wenig damit behelligt werdet. Das ist so das, was ich die letzten drei Jahre hauptsächlich, ist eine Anwendung, die hier auch eben aus diesen Telemetriedaten Muster erkennt. Was sind das für Muster? Wir wissen ja, wenn, sage ich mal, in 80% der Fällen, wenn kein Internet da ist, dann passiert eigentlich häufig das Gleiche, oder? Die Konnektivität ist zum Beispiel ein großer Grund, der da fehlt. Und da gibt es eben Maßnahmen, und diese Muster laufen immer wieder ab, und wir kennen diese Muster und versuchen natürlich da dann vorzugreifen und die Maßnahmen schon vorher entsprechend einzuleiten. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Ja, das ist genau. Fragen, gerne bitte. Das ist unabhängig, ob Mobilfunknetz oder Festnetz oder über was das läuft. Das ist jetzt, genau, also die Frage ist jetzt für Wireline. Also wir unterscheiden Wireless und Wireline. Also das ist jetzt quasi für ja, ich sag's mal so einfach, für Internet. Genau, also jetzt eigentlich zu meinem eigentlichen Thema. Und ich habe ja schon gesagt, das bewegt mich stark, das Thema. Also ich bin da persönlich auch schon im Bekanntenkreis involviert gewesen. Deswegen liegt mir da persönlich dran, das Thema auch voranzubringen, und ich hoffe, dass mir das gelingt. Also es geht um Hautkrebs, oder? Ich habe jetzt zwar noch Zahlen aus den USA da, aber ich glaube, es reicht, um ein Bild zu bekommen über einerseits das Ausmaß, andererseits eben die Folgen und die Abhängigkeiten dessen. Also es ist die am häufigsten vorkommende Krebsart, ja. Es ist nicht die tödlichste, aber eben am häufigsten vorkommende. Und jetzt das sind jetzt eben die Zahlen aus den USA, es sind 5,4 Millionen Hauterkrebserkrankungen im Jahr. Ja. Und man sagt eigentlich nicht Hautkrebs, sondern es gibt verschiedene Arten von Hautkrebs, und vor allem Karzinome und Melanome.
Das sind quasi mal so die wichtigsten zwei. Und Melanome sind aber die tödlichere Variante. Ja. Also, das, und deswegen wird es auch jetzt hier nicht bei uns, aber in den USA wird es auch oft als Black Cancer. Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass man Hautkrebs bekommt, ist 20%. Aber Gott sei Dank eben häufig gutartig. Und was man eigentlich, was nicht so bewusst ist, dass eben schon Vorstufen von Krebs sehr stark als Folge zu weiteren Hautkrankheiten führen können. Also es muss nicht heißen, dass es dann Krebs wird, aber es kann zu vielen weiteren Hautkrankheiten führen. Und davon sind derzeit 58 Millionen in den USA. Ja, also von diesen bösartigen, also Melanom, 76.000 jedes Jahr. Das ist auch für USA und davon 10.000 tödlich. Um mal die Relation ein bisschen zu sehen, durch Verkehrsunfälle sterben 40.000 Menschen. Ja, und eben Folgen, es verursacht Kosten in Höhe für 8,1 Milliarden US-Dollar. Ja, also es hat große Konsequenzen. Was glaubt ihr denn, wenn man betroffen ist mit dem Melanom in Phase 4, was die Überlebenswahrscheinlichkeit der nächsten 5 Jahre ist? Ist das die letzte Phase, Phase 4? Ja. Phase 0, was die Überlebenswahrscheinlichkeit ist? Nynerins besondert. Genau, 100%. Und wir sprechen hier teilweise, dass hier mal, das ist jetzt ein Überblick, wir sprechen hier teilweise von einem Jahr, in dem das passiert. Und ihr seht hier, Phase 0 ist deshalb 100%. Weil es ist wirklich noch nicht durchdrungen, oder? Es ist zwar schon visuell sichtbar, aber es durchdringt noch nicht das Gewebe. Und wie ihr es schon seht, in Phase 4 werden die Gefäße schon angegriffen. Also es greift schon die Gefäße an. Ja. Das ist genau. Also das ist auch eigentlich ein Ansatz, wo wir eben denken, dass hier das App seine Wirkung finden soll. Also ein Ansatz heißt, dass man mit diesem App eben dann hoffentlich regelmäßig Früherkennung durchführen kann und dass dann letztendlich dass man das vielleicht in Phasen wohl dann abfangen kann. Darf ich kurz fragen, dieses App, das wird jetzt eben bei der Swisscom entwickelt oder wie? Genau, also das ist schon entwickelt. Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Version des Prototyp. Es ist in Entwicklung, aber es ist noch nicht lizenziert. Es ist wirklich experimentell noch. Ja. Und da arbeitest du fast vollzeit in diesem Thema? Das ist ein persönliches Projekt von mir, an dem ich dran bin. Also es ist neben dem, was ich gezeigt habe, etwas, wo ich versuche, das vorzustellen. Aber mit der Swisscom zusammen? Genau, ja. Und die Idee ist, dass ich das nachher im App Store runterladen kann und das haben das nur Mediziner. Also, genau, das ist jetzt eine sehr gute Frage, oder? Da sind wir jetzt eigentlich schon wohin mit der künstlichen Intelligenz ich bin fest der Meinung, dass eben die künstliche Intelligenz nicht ein Ersatz sein sollte, sondern eine Ergänzung. Ja? Ich werde gleich auf die Fakten eingehen und mit Ergänzung meine ich, also wenn ein Dermatologe das eben begleitet und Beobachtung nimmt das Ganze, dann kann das wir reden im künstlichen Bereich von Superhuman, der Mensch wird besser, oder? Das ist eigentlich das Ziel, das damit verfolgt wird. Sind die USA
weiß auch nur das, was den, nee, da weiß ich nicht, da bin ich jetzt wirklich ehrlich gesagt, dass ich das, was man so mitbekommt. Aber ich kann jetzt, ich kann gern das nochmal abliefern. Ja, das ist okay. Weiß ich jetzt. Genau. Jetzt, wie sind wir rangegangen? Also das, wir sind gerade beim Fachwissen, jetzt hast du mich gerade hier schon ertappt, oder? Jetzt, als erstes schauen wir uns quasi mal die Domäne an. Domäne heißt das Fach und versuchen mal herauszufinden, ja, wie arbeiten denn jetzt hier in dem Fall Dermatologen, oder? Und die Dermatologen, wie kommen die denn zu einer Diagnose? Die kommen, die sagen ja auch, das ist jetzt bösartig oder das ist gutartig. Also die müssen ja irgendwo wissen, wie sie zu dieser Diagnose kommen. Und die Fachärzte ist halt wirklich so, dass die lernen anhand Charakteristika. Was meine ich damit? Also zum Beispiel sehen wir hier Unschärfe an den Grenzen. Ja? Also Unschärfe an den Grenzen, Asymmetrie. Also es ist häufig asymmetrisch oder eben die Farbgebung, also von der Dunkelheit her und also die Stufen der Verdunklung und die Wachstumsrate eben auch, also ihr seht, dass das zeitlich beobachtet wird, die Wachstumsrate und eben auch die Verteilung, das sind alles so Charakteristika, auf die ein Dermatologe achtet und dann eben zu seiner Diagnose kommt. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist unheimlich schwierig, oder? Sowas zu klassifizieren. Genau. Also jetzt Zeit. Also Frage, welche dieser Hautflecken ist ein Melanom oder Karzinom? Ja. Also und bedenkt dabei noch, es geht um den Blutdruck. Also seht, wie schwierig. Also ihr seht, was ich jetzt meine, oder? Das ist wirklich genau, schwierig. Und deswegen verdient der Dermatologe auch recht gut. Also in den USA durchschnittlich $400.000 im Jahr. $400.000 im Dermatologe. Und es ist wirklich sehr schwer zu trainieren. Genau. Also wir versuchen erstmal zu mimiken oder nachzuahmen, wie das jetzt eigentlich der Experte oder rauszufinden, erstmal zu lernen, wie das der Experte eigentlich macht. Worauf achtet er so? Was sind so die wichtigen Kriterien? Genau, jetzt komme ich eigentlich zum nächsten Schritt. Ganz wichtig, Daten, oder? Wir brauchen Daten. Und das mit den Daten ist so, wir haben jetzt 130.000 Bilder gesagt. Ja? 130.000 Bilder aus dem Web, aus sonstigen Quellen. Ach, aber es ist leider nicht so, dass diese Bilder schon schön sagen, okay, das ist jetzt bösartig, das ist gutartig. Ja? Sondern diese Bilder beinhalten jetzt mal 2000 Hautkrankheiten. Also es ist nicht so einfach, dass man sich die Bilder mal runterlädt aus dem Internet und sagt, okay, jetzt habe ich die Bilder, weil jetzt geht es erstmal los. Wir mussten erstmal für uns selber verstehen und auseinanderhalten, was ist jetzt eigentlich was, oder? Weil uns interessiert, wir haben jetzt da so einen Klassifizierungsbaum mal aufgezogen, damit wir überhaupt für uns selber mal das Wissen erlangen, was ist das Spektrum. Wo bis wo geht es, was ist das Spektrum in diesen Bildern. Ja? Und uns interessiert ja eigentlich nur der Teil. Man muss sagen, ist es das oder nicht? Oder? Aber die Bilder bringen das hier alles mit. Ja? Und das ist quasi, was das Gute war an diesen Bildern, wir wissen, was die Diagnose dieser Bilder war. Also wir wissen, wenn ein Bild mit etwas diagnostiziert wurde, dann wussten wir die Echtheit, also dass das stimmt, oder? Das waren verifizierte Diagnosen.
Ja, das ist natürlich für uns extrem wichtig, fürs Lernen einerseits und auch fürs Überprüfen, da komme ich dann gleich dazu. Und fürs Überprüfen extrem wichtig. Und wenn wir jetzt hier von künstlicher Intelligenz reden, deswegen reden wir von Supervised Learning. Supervised Learning, es gibt eben noch das Unsupervised Learning und das macht eigentlich den Unterschied. Der Unterschied ist, dass die Daten quasi markiert sind mit dem Ergebnis. Also wir wissen, was das Bild jetzt für eine Diagnose hat. Und deswegen spricht man vom Supervised Learning. Genau. Also wir wollen eigentlich nur wissen, ist es Krebs oder nicht. Wir mussten erstmal aussortieren, wir mussten erstmal einen Überblick uns verschaffen, was sind das für Krankheiten, weil die hier, das ist ja alles, das sind gutartige Krankheiten. Das sind keine Krebskrankheiten. Genau, darf ich fragen, wieso das notwendig ist, dass Sie zuerst eine Übersicht haben, warum das nicht geht, dass Sie sich explizit nur die Schwarzen nehmen, oder? Ja. Und sagen, der Schwarze sieht so aus. Ja. Und per Definition ist dann alles, was anders aussieht. Aus? Bitte? Wie sieht denn der Schwarze aus? So. Das ist ja eben die Frage, wie sieht der Schwarze aus? Einfach so wie, also die Verifizierung. Nein, die Frage ist absolut die Verifizierung. So machen wir das. Ja. Die verifizierten Bilder sagen ja, wie der Schwarze aussieht. Ja, aber wir müssen ja uns überprüfen können, wir müssen ja reflektieren können, machen wir das Richtige, ist das auf dem richtigen Weg. Und das kannst du nur, wenn du absolut weißt, wovon du, wenn du ein, das genau, du kannst nicht bauen, was du nicht verstehst. Ja. Das ist so ein Grundsatz. Du musst es wirklich verstehen und dann kannst du anfangen. Und wenn das nicht da ist, dann nehmen wir an, okay, jetzt sagt unser Programm, das ist jetzt Krebs. Der andere Dermatologe sagt, nein, das ist jetzt kein Krebs, das ist das. Wie diskutierst du jetzt mit ihm? Du bist ja nicht vom Fach, oder? Also irgendwo mussten wir das für uns auch irgendwo verstehen. Ja. Ja, und nachdem das mal erledigt war, kam schon das nächste. Diese 130.000 Bilder, wir hatten natürlich, da war jegliche, ich sage jetzt, das ist wirklich jegliche, was man sich auch nicht vorstellen kann. Also es hat, das hier, was ihr hier seht, das sind Marker, die der Arzt dazulegt fürs Sizing. Damit er eben nachvollziehen kann, wie groß ist das und wächst das Ding und so weiter. Ja, wenn du das jetzt nicht ausfiltrierst aus deinen Daten, dann hast du eine Diagnose, die eben gelbe Marker mit einbezieht. Also das kann dann natürlich nicht gut gehen. Oder? Das kann dann nicht funktionieren. Und dann kommt eben noch schlechte Belichtung hinzu, schlechte Auflösung, Duplikate. Noch ein Löcher, also man kann sich, es ist wirklich ein großer Teil der Arbeit, ist diese Bereinigung der Daten. Genau, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wir mit den Dermatologen diskutieren mussten, weil wir haben dann natürlich unsere Ergebnisse gezeigt und die haben gesagt, ja, ihr habt anderes Bildmaterial. Dann mussten wir quasi Bilder mit der Dermoskopie aufgenommene Bilder und zeigen, dass das auch für diese Bilder gilt. Also es ist wirklich extrem wichtig, wie die Datenqualität ist. Genau, wenn du jetzt sagst, genau, jetzt komme ich eigentlich auf die Antwort deiner Frage, wenn du sagst, ja, das hier alles, was du hier siehst, ist lösbar. Der Punkt ist einfach der, es ist schwarz, oder? Was ist das jetzt hier? Also es ist ein unheimlich breites Spektrum, was wir hier sehen, was eigentlich, wir wollen ja nur sagen, es ist bösartig oder gutartig. Aber all das hier führt zu gutartig, das führt zu gutartig, das führt zu gutartig, das führt zu gutartig. Also die künstliche Intelligenz muss das erkennen können. Die muss das ja, das macht der Dermatologe auch. Ist das abschließend? Mit Abschließen meinst du? Ja, mutiert das? Also kommen neue dazu? Genau, ja, das kann streuen, das kann nicht streuen. Das kann
Aber ich meine nicht so, ich meine, ist das eine abschließende Liste, wenn ich die mal habe, dann habe ich es erledigt. Ah. Oder ist es so, dass in 10 Jahren neue Bilder dran sind, die anders aussehen und zu schlechten fühlen? Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke, dass da natürlich da immer noch kleine Änderungen auftreten. Jetzt, also das, jetzt verstehen wir die Daten, wir haben die Daten gesäubert und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Algorithmus oder sagen wir mal die Verarbeitung der Daten. Und was wir hier eingesetzt haben, ist ein convolutional neuronales Netzwerk. Convolution steht für Falten. Ja? Warum Falten? Ich werde es gleich an einem Beispiel erklären. Was ihr hier seht, ist unser Input, das heißt das Bild, das geht natürlich, das wird natürlich in Zahlen umgewandelt, weil das ist reine pure Mathematik, ja, die hier stattfindet. Und das Netz kann mit eigentlich Bildern nichts anfangen. Es kann nur mit Zahlen etwas anfangen. Also wir wandeln das Bildmaterial in Zahlen um. Das ist quasi ein Mapping, wo wir genau wissen, was bedeutet. Und diese Zahlen gehen als Input in dieses neuronale Netz. Und jetzt seht ihr, hat dieses Netz verschiedene Elemente und jedes dieser Elemente hat eigentlich eine kleine Aufgabe. Ich gebe mal ein Beispiel, dieses Softmax zum Beispiel hat, oder wir kriegen als Ergebnis Zahlen zurück. Die sind für den Menschen eigentlich nicht interpretierbar, ja, also sind nicht lesbar. Dieses Softmax-Layer zum Beispiel, der wandelt das in Prozentzahlen um, sodass wir damit was anfangen können. Ja? Das ist ein Beispiel. Dann haben wir hier, das sind sogenannte Dense Layer. Die Dense Layer, die sind dafür da, dass einzelne Ergebnisse zusammengeführt werden. Ja? Aber der wichtigste, oder ich sage mal der Kern, und warum das hier jetzt Convolutional Network heißt, sind diese Convolution Layer. Und die heißen Convolution, weil es ist ein bisschen schwer zu erleben, die versuchen wirklich, das wie ein Teig zu kneten und da herauszufinden, was das Bild eigentlich beinhaltet. Ich weiß, ihr könnt jetzt noch nichts damit anfangen, aber ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich damit meine, dieses Durchkneten. Und deswegen heißt es ja, was wir hinten bekommen, seht ihr, ist die Klassifizierung. Das ist jetzt hier mal auf 757 Hauptkrankheiten, kriegen wir Wahrscheinlichkeiten, wo das Bild vorne eben eingestuft wird, wo wir dann Wahrscheinlichkeiten bekommen, was das jetzt für eine Hauptkrankheit ist. Genau. Convolutional neuronale Netzwerke sind nicht, also es gibt noch andere neuronale Netzwerke, zum Beispiel GANs. Das sind adversarial Netzwerke. Alle von denen haben eine gewisse Stärke und Schwäche. Also Convolution hat eine Stärke, dass es in der Bilderkennung sehr stark ist. Andere haben wiederum die Stärke, dass sie mit wenig Daten auskommen. Ja, also ich muss nicht jedes Mal riesige Datenmengen irgendwie herbeischaffen, damit ich zu einem Ergebnis komme. Also je nach Verwendungszweck ändert sich dieses neuronale Netz. Und was auch ganz wichtig ist, das ist ungefähr wie mit Uhren, man kann neuronale Netze trainiert übernehmen. Also jemand kann ein neuronales Netz trainieren und ich kann eigentlich die Erfahrung aus diesem nehmen für mein neuronales Netz und kann es weiter trainieren. Ja, das ist eine ganz tolle Sache, das nennt sich Pre-Training. Und wir haben probiert, wir haben beides ausprobiert. Wir haben einmal mit Pre-Training versucht und einmal ohne Pre-Training. Und jetzt kommt das wirklich für mich faszinierende. Es ist tatsächlich so, ihr müsst euch vorstellen, dieses pre-trainierte Netzwerk erkennt Autos, erkennt ja, Blumen, erkennt irgendwas. Ja? Was hat das mit Hautkranken und wieso ist es besser? Ja?
Und damit habe ich jetzt versuche jetzt mal so einen kleinen Exkurs, euch die Funktionsweise von so einem Convolutional Neuronalen Netzwerk mal visuell einfach darzustellen. Es wäre ein eigenes Modul, das zu ganz im Detail zu erklären. Aber was wir hier sehen, ist eigentlich die erste Phase des Lernens. Und die erste Phase des Lernens, die zeigt uns, wir kennen schon quasi farbliche Unterschiede, Kontraste, wir kennen hell-dunkel, also so wirklich Grundstruktur. Und was man jetzt hier entdeckt hat, ist, dass wenn Babys die ganze Zeit irgendwie den Kopf bewegen und schauen und wirklich die ganze Zeit, dann ist die Frage eigentlich, warum machen die das? Weil wir schauen auch, klar, aber jetzt nicht die ganze Zeit, wahrscheinlich nicht den ganzen Tag irgendwie die ganze Zeit den Kopf und so, irgendwelche Informationen. Ja, wieso machen die das? Und die Annahme ist, dass eben diese Grundstrukturen gelegt werden. Also das heißt, genauso wie wir Menschen uns, also wir bekommen alle irgendwo eine Grundbildung und irgendwann spezialisieren wir uns. Genauso ist es mit diesen neuronalen Netzen und mit diesem Pre-Training. Also ich bekomme von einem Netz diese Grundstrukturen und obwohl das gar nichts zu tun hat mit meinem Thema, ist es wirklich von Vorteil und ich habe am Schluss einen besseren Algorithmus. Also es ist auch eine Erkenntnis gewesen, die uns verblüfft hat. Also das sind jetzt quasi diese Grundstrukturen. Jetzt seht ihr hier schon, werden schon teilweise Kreise, Knicke, Formen erkannt. Ja? Also ich sehe schon einen Kreis, ich sehe auch schon deutlichere Farben, ich sehe hier einen Knick, ich sehe Kurven. Ja? Und jetzt in der letzten Stufe kann ich schon komplexe Strukturen erkennen. Also ich sehe Räder, ich sehe hier vom Auto der Kühlergrill. Und all diese Ergebnisse, die werden dann zusammengeführt und das neuronale Netz kommt dann zu einem Entschluss, das ist zu 80% ein Auto. Und es stimmt aus, es ist ein Auto. Das ist die Funktionsweise. Und jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen mehr, was ich meine. Das ist immer das gleiche Material, aber mit jedem Durchlauf, jedem Trainingsdurchlauf wird das Netz besser in dieser Identifikation. Das meine ich mit diesem Durchkneten vom Bildmaterial, das wirklich, wirklich das Rausholen, das, dieses, die Schärfe zu gewinnen und um zu identifizieren, was das jetzt ist. Und deswegen heißt es. Wie lange würde das dann gehen? Also, du hast gesagt, entweder ein vortrainiertes oder ein nicht trainiertes Netzwerk, wenn es ein Neugeborenes ist, sozusagen. Wie lange geht das, bis man ein Stadium hat, dass es trainiert? Bis du eine Präzision hast, mit der du sagst, okay, das ist gut genug. Ja, also bis man im Prinzip so diese Phase links erreicht hat. Und das hier? Ja. Also auch hier, jedes dieser Teile hat eine Präzision. Und für den Zweck, für das mal geschrieben wurde, nämlich zum Erkennen von, also das Ganze ist ja ein Image Classifier. Also ich kann es jetzt nicht nur für Hautkrebs benutzen. Also Google bietet das schon als Service an. Also du kannst auf der Cloud, kannst du hergehen und sagen, ich möchte jetzt einen Image Classifier Service und Google liefert dir dann zum Beispiel die Ergebnisse zurück. Also du musst das Bildmaterial einfach hochladen und kriegst du die Ergebnisse bewertet zurück. Für diesen Zweck ist das schon zu 90%, 95% tut der korrekt klassifizieren, besser als jeder Mensch. Also wenn ich euch jetzt auf Google Huskies eingebe oder Wölfe eingebe, ich wüsste jetzt, da kommen 99% Huskies und nicht Wölfe. Das wirklich funktioniert schon sehr gut. Und was wir jetzt auch machen, das ist keine Metadaten, das ist wirklich nur aufs Bild. Das ist ja, das ist sogar jetzt noch supervised. Metadaten in dem Sinne, wir wissen eigentlich, was das Ergebnis ist und können es überprüfen. Hm. Bei unsupervised kannst du nicht mal das. Bei unsupervised ist es wirklich,
wie wir als wir wissen erstmal gar nichts, oder? Wir lernen aus dem Zusammenhang. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Hund, oder? Und der möchte, ich sage mal, ich möchte, dass der sitzt. Aber wie bringe ich dem jetzt bei, dass der sitzt, oder? Indem ich ihm vielleicht einen Keks gebe, wenn er sich setzt. Aber der weiß noch nicht am Anfang, dass wenn er sich setzt, er den Keks bekommt. Er probiert halt Sachen aus. Ja? Probiert Sachen aus und irgendwann lernt er, okay, wenn ich das jetzt mache, kriege ich diesen Keks. Oder? Und dieses das nennt man Reinforcement, das ist diese Interaktion mit dem Feedback, das ist das Unsupervised Learning. Da hast du keinerlei Metadaten, da weißt du nichts. Ja? Das gleiche Prinzip, wie wenn ich im Garten so mit einer App eine Pflanze fotografiere, und dann sagt es mir, was für eine Pflanze. Genau, das ist das gleiche Prinzip. Es ist letztendlich ein Image Classifier. Ja? Nur, dass eben du wahrscheinlich dieses Netz benutzen wirst und wir setzen nochmal was drüber, was für unsere Verwendungszweck das noch erfüllt. Also uns reicht ja diese Grundstruktur nicht, wir wollen ja wirklich am Schluss Autos identifizieren, wir brauchen diesen Kühlergrill, diese einzelnen Details, die bringt dann unser on top unser Netz, was wir noch drauflegen. Wie präzise ist das Top? 100%? Genau, das kommt jetzt klar. Genau, also jetzt, das ist jetzt die Funktionsweise und die Verarbeitung der Daten. Als nächstes müssen wir uns mal jetzt sehr gute Fragen, oder? Wann weiß ich jetzt, ist es gut? Wann ist es jetzt, wann bin ich jetzt soweit? Wann kann ich das App verkaufen? Nein. Erstmal mussten wir uns mal definieren, Was ist denn für uns gut genug? Was wollen wir eigentlich? Oder ab wann würden wir akzeptieren? Ab wann übernehmen wir die Verantwortung über Leben und Tod? Eine Aussage zu machen. Es geht ja über Leben und Tod, oder? Ja, genau. Ja. Deswegen haben wir gesagt, es muss auf jeden Fall sensitiv sein. Was sensitiv heißt, wie viele von allen Krebspatienten haben wir korrekt diagnostiziert? Ja, das ist jetzt erstmal mein Satz. Ich werde gleich zur Definition kommen. Wir wollen spezifisch sein. Also ich meine damit, was meine ich damit? Also wir können sehr gut Pizza identifizieren. Wir wissen, wie Pizza aussieht und wir wissen immer, wann das Pizza ist. Das ist sensitiv. Wir wollen aber auch spezifisch sein. Das heißt, wir wollen auch, wenn es jetzt ein Salat ist, nicht sagen, oh, keine Ahnung, es ist keine Pizza. Wir wissen nur eins, es ist keine Pizza. Wir wollen auch einen Salat erkennen, oder? Wir wollen auch einen Salat unterscheiden können, und das nennt man spezifisch. Das heißt, wie viele von allen Menschen ohne Krebs wurden wir richtig diagnostiziert? Ja? Und zum Schluss wollen wir natürlich präzise sein, das heißt, alle Menschen, bei denen wir Krebs diagnostiziert haben, hatten auch tatsächlich Krebs. Das ist die wichtigste Frage, die Präzision. Jetzt kann man natürlich mit solchen Sätzen, ja, ich behaupte jetzt mal, das ist jetzt sensitiv. Ja, das reicht natürlich nicht. Ich muss hergehen und das wirklich messen können. Und da machen wir jetzt nochmal ganz kurz einen Exkurs in die Wahrheitsmatrix. Sicherlich schon mal gehört und gesehen. Wie definiert sich denn Sensitivität und Spezifität? Also das ist hier oben, seht ihr die Formeln. Und ihr seht, was Präzision ist. Das ist die hier. Ihr seht, was Sensitivität ist und was Spezifizität ist. Also, fangen wir mal an mit True Positive. Ja, also True Positive, ich bringe das auch mal sehr schnell durcheinander, deswegen muss ich mir das auch mal schon kurz vor. Also, True Positive ist, jemand ist krank und wir diagnostizieren ihn tatsächlich als krank. Das ist True Positive. Ja. True Negative ist, jemand ist gesund und wir sagen, tatsächlich ist gesund. Also das ist alles korrekt. Gegenteil ist dann natürlich false positive und false negative. Das heißt, jemand ist gesund, wir sagen aber, er ist krank. Oder umgekehrt, jemand ist krank und wir sagen aber, er ist gesund. Ja. Aus diesen Zahlen, wenn ich jetzt 100.000 Diagnosen mache, kann ich, je nachdem, wo ich jetzt sage, das ist das und das ist das, bekomme ich Werte. Ja, ich bekomme diese Werte
Und jetzt kann ich eigentlich wirklich sagen, irgendwo, wie gut ist denn das jetzt? Mit dem hier kann ich eine Aussage machen, wie gut ist das jetzt? Ja? Und jetzt mal meine Frage an euch, wenn ihr müsstet jetzt entscheiden, gut oder böse, wo würdet ihr denn die Grenze legen? Leicht über dem, was der Hautarzt im Schnitt machen kann. Was ist das? Ja, das ist nicht einen Hautarzt, du hast viele Hautärzte. Nein, also was ich damit sagen will, ist im Prinzip, also das wäre dann eigentlich eine Frage, gibt es eine Statistik, inwieweit die Hautärzte mit der klassischen Methode richtig liegen? Oder? Jetzt das Beispiel, wenn sie bei 0,4 sind, dann würde ich von diesen Dingen erwarten, dass sie mindestens so gut sind. Das wäre dann eigentlich mein Ansatz, oder? Also ich würde es mit dem vergleichen. Wir vergleichen uns immer natürlich mit den Experten hier, aber ich habe hier die Auflösung. Und zwar seht ihr genau unsere Auswertung, Spezifität und Sensitivität. Wenn wir die über die Wahrscheinlichkeit auftragen, kriegen wir, also hier seht ihr die korrekt gesund diagnostizierten, hier seht ihr die korrekt krank diagnostizierten und das ist die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt, nehmen wir mal an, die Schwelle hier legt, was ist da, was passiert dann? Ich schicke jemanden, der krank ist, nach Hause und sage, du bist gesund. Fatal, oder? Ja. Wenn ich die Schwelle hier in die Mitte lege, ja, dann 50-50, oder ich erwische mal einen, der, sage ich jetzt, nochmal zum Testen muss, obwohl er gar nichts hat. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50. Also, und wenn ich jetzt hier vorne bin, dann bin ich eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Das Schlimmste, was passiert, ich schicke Gesunde zum Test. Ja, krank, freut sich. Nein, aber das ist aber auch nicht so gut, oder? Dass wir jetzt, irgendwann sagt er, jetzt muss ich schon wieder da zum Testen, das kann es nicht sein, wenn ich ständig zum Testen muss. Wir wollen, also der Wert ist wirklich hier bei 0,4. Also wir haben ihn bei 0,4 gesetzt. 0,4 ist der Wert, wo wir sagen, wo wir wirklich ziemlich das Beste, den besten Fit haben, wo wir sagen, das Risiko, dass wir jemanden krankes, gesund nach Hause schicken, ist da am geringsten. Es ist nicht weg, es ist am geringsten. Genau. Und also, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn diese 0,4, alles was da eben. Das ist ja die tatsächliche Verteilung. Aber wenn ich jetzt meinen Schwellwert hier setze, dann wird alles links davon oder alles rechts davon wird dann so diagnostiziert. Das ist der Entscheid, oder? Und das ist schon ein wichtiger Punkt, wo dann auch eben in die Frage reingeht, oder wie gut ist denn das jetzt? Ne? Also, wir wissen jetzt, wir haben jetzt dann aufgrund dieser Auswertungen haben wir herausgefunden, dass wir eine Präzision von, also mit unserem ersten Prototypen von 72% haben. Also unsere Trefferquote korrekt zu diagnostizieren von 72%. Was glaubt ihr, was wir jetzt dann gemacht haben? Also kurz eine Frage, wie habt ihr das getestet? Mit dem, wir haben mit den Bildern, die ihr gehabt habt. Wo wir wissen, was rauskommt, genau. Oder bei Leuten. Nein, also das kommt, genau. Also erstens haben wir mal die Bilder genommen, also ein Teil der Bilder, die das Netz noch nicht gesehen hat. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Weil es kann nicht ein Tier in das Netz nehmen, dann weiß er, was drauf. Aber ich habe ihm einen Teil der Bilder vorenthalten. Mhm. Von dem ich aber weiß, was die korrekte Diagnose ist. Und jetzt schicke ich die durchs Netz. Und jetzt sehe ich, wie gut ist mein Netz. Oder was ist die Trefferquote. Ja? Und das ist das eine. Und das gleiche, dann sind wir auch nochmal zu den Hautärzten und haben gesagt, hier ist das Bild, diagnostizier mal. Ja? Und wir wussten ja auch wieder den Ausgang von diesem Bild. Wir wussten es schon vorher, aber haben gesagt, wir wissen es nicht. Oder? Und da seht ihr, dass hier der erste Hautarzt, der hatte 65,6. Zweite hat 66, unser optimierter Prototyp, also der allererste hatte 69,5.
Level 72. Jetzt, jetzt kommt eigentlich, sage ich mal, der wichtige Punkt, oder? Was wirklich überraschend war, mittlerweile ist unser, also sind wir bei 85% Trefferquote. Also unsere App ist schon superhuman. Also der Durchschnitt, ihr seht hier, der grüne Punkt ist der Durchschnitt der Hautärzte an korrekten Diagnosen. Der grüne Punkt. Die roten Punkte sind alles Diagnosen von Hautärzten. Und was jetzt wirklich erstaunlich ist, ist, wie breit das Spektrum ist, oder? Also wie wichtig es ist, dass ich zum richtigen Dermatologen gehe. Also wenn ich jetzt hier, um jemanden nahe zu drehen, aber jetzt zu dem hier gehe, ist ja doch recht hoch, dass der schon fast 50-50 mich gesund nach Hause schickt, obwohl ich hier krank bin. Ja, also was wirklich erschrocken, was uns erschrocken hat, war diese Verteilung, wie unterschiedlich das ist, oder? Und ihr seht, der blaue Strich ist unser Algorithmus. Ja? Also ihr seht, dass wir wirklich über den besten Dermatologen oder mit den besten Dermatologen auf gleichem Niveau sind, was die Diagnose angeht. Und jetzt stell dir vor, wir kombinieren das Ganze. Ja. Felix, kannst du mir sagen, wie viel Prozent in welcher Phase erkannt wird? Oder also Phase 0 bis Phase 4. Also hier bist du schon fast das ist Geschichte. Ja, das ist phasenunabhängig. Du kannst schon Phase 0 erkennen, das schon. Ja. Phase 0. Mir ist nicht klar, wenn du sagst, die Bilder, die ihr habt, ja, mit denen ihr überprüft, ob das Netz richtig, zu den richtigen Resultaten kommt oder nicht. Ja. Dann wisst ihr, ob die Person krank war oder gesund. Genau. Aber hat das anhand von was? Wisst ihr das? Weil das kann auch sein, diese Dermatologen, wo so keine sind. Nein, das sind Menschen, die krank im Krankenhaus liegen. Das sind die Bilder, die gemacht wurden von diesen Menschen. Wo wir wissen, die sind tatsächlich krank, die haben diese Tiere, die haben diese Krankheit. Aber diese Diagnose wurde ja auch von Hausärzten. Ja, wir wissen, nein, es ist egal von wem. Es ist wichtig, dass es korrekt ist. Es ist egal von wem. Wir müssen uns einfach sicher sein, dass es korrekt ist. Aber verstehst du überhaupt meine Fragen? Ich denke, du sagst, woher weißt du, dass es korrekt ist? Ja, nein, ich sage, die Bilder wurden ja von Hausärzten. Ja. Klassifiziert, ja. Ob die Person gesund ist oder nicht gesund, ja. Oder krank ist. Und die Hausärzte beurteilen ihre Bilder gar nicht richtig. Nein, das sind nicht ihre eigenen. Nein, sie beurteilen nicht ihre eigenen Bilder. Okay. Nein, das sind nicht, ich weiß, in einem Krankenhaus liegt jemand krank und da wurden Bilder gemacht und wir wissen, der hat diese Krankheit und ist diagnostiziert. Okay. Jetzt nehme ich mit diesem Bild, gehe ich zu diesem anderen Arzt und sage, sag mir mal, was das jetzt ist. Ohne dass er weiß, was. Es ist nicht sein Bild. Es ist ein anderes Bild, das von woanders kommt. So ist das. Ist das beantwortet? Gut, jetzt. Also noch was fragen. Ja. Ist es ein Unterschied, ob ich ein Bild sehe, so real an den Menschen rumdrücken kann, und eine Auswirkung auf die Diagnose eines Arztes? Also, weil ein Bild stellt mir relativ komplex vor. Ja. Hingegen, wenn ich es an jemanden rumdrücke, ja. Sehe ich vielleicht auch, wenn es so die Wahl verändert, dann ist das ein weiteres Indiz. Dann ist es tatsächlich so, dass die wirklich hauptsächlich Bilder anschauen. Ich schaue hunderte von Bildern an. Also die Menschen, die da an der Hand sind. Ich sehe, was sehen die Leute da? Also, du musst dir vorstellen, das nächste, der in einem Krankenhaus wechselt, das ist schon, oder? Dann kommt der aus der Nachtschicht, oder? Der schaut sich jetzt die Bilder an von denen, die da irgendwann tagsüber. Der sieht den Patienten nicht nochmal, oder? Das sind ja immer unterschiedliche Ärzte, die da wechseln, und das geht immer eigentlich vom Bildmaterial aus. Also, klar, irgendwann bin ich mal vor einem Arzt und der wird vielleicht auch das mit den Tasten irgendwo machen, aber der Arzt danach, wo dann vielleicht das weiterführen muss, oder der hat nur das Bild. Oder, sag ich mal, letztendlich. Ja. Was mich noch interessieren würde, das war ja auch die Frage, die Remo gestellt hat. Das Ganze lernt ja auch. Also da konnte ich dann immer diese Bilder auch von den richtig diagnostizierten, von den richtig diagnostizierten Fällen von den Dermatologen. Also das ist der Stelle. Genau, wir haben am Anfang mal diese 130.000 Bilder. Genau.
Davon legen wir jetzt meinen 60, 40 oder 70, 30, ja, nimmst du mal weg, ja, du weißt, das sind korrekte, ja, Positionen, Bilder, die legst du weg. Ja. Den Rest nimmst du zum Trainieren von dem Netz. Ja? Das heißt, er durchläuft das, oder? Dann schaut er, wie viel daneben liegt er. Ja. Dann tut er sich, das ist wie ein Uhrwerk oder wie ein Uhrmacher, der wirklich das so justieren muss, dass die Uhr richtig läuft und die richtige Zeit anzeigt. So ist das. Und bis der das Uhrwerk eingestellt hat, das ist das Trainieren des neuronalen Netzes. Ja. Und die 130.000 Bilder, wie schon hast du jetzt gesagt, dass das ist vom Hauttyp total unterschiedlich. Also dunkelhäutige Menschen, die asiatische Menschen, ja, alles. Ja. Ja, gut. Ich kann ja nicht aber ich meine, zum Erdenbruch oder zuschreiben, bitte als dunkelhäutige runterladen. Nee, ich nicht so verstanden. Nur um das System zu trainieren. Also von Beginn weg jegliche Varianten und Arten, also nicht irgendwie von. Ja. Also das siehst du ja hier, oder? Wir haben ja, jetzt, ich weiß nicht, hatte ich hier was. Also hier. Also ja, gut, das ist jetzt leider ist jetzt schlecht gewählt, oder? Das ist jetzt wirklich nur. Aber hier, das siehst du schon, oder? Das ist schon wesentlich dunkler als das hier jetzt, oder? Okay. Das ist schon ein großer Unterschied, oder? Wie muss ich das ich gehe zum Hautarzt, ja, dann sieht er diesen Fleck, ja, macht ein Foto und also er sieht diesen Fleck und sagt mit Wahrscheinlichkeit 75% ist es ein bösartiger, ja, oder ja. Ja, der schaut auf. Der schaut mal das, oder? Der dann schickt er macht ein Foto von dem und dann schickt er das dort. Und das gibt dann ihm eine höhere. Nein, der sagt, bitte lad dir mal das Natel-App runter. Okay. Ja, lad dir das und bitte mach mal jedes Woche von dieser Stelle ein Foto von deiner Hand. Ich werde es gleich in der System-Demo zeigen. Und dieses Material, das kannst du einstellen, wird dann gleich direkt entweder Datenschutz, schauen, wir versuchen das jetzt auch noch mit Blockchain, dass das auch sicher ist, oder? Aber du könntest, wenn du deine Einwilligung gibst, dann kriegt er das direkt, das Bildmaterial, dein Hautarzt, oder? Spielt dieser gelbe Punkt eine Rolle? Ja. Ja, das muss schon nicht drauf sein. Der darf nicht sein. Ja. Nicht sein? Der darf da nicht drauf sein. Ja. Also woher weißt du, dass er... Weil das keine Haut ist. Es ist keine Charakteristik von einer Hautkrankheit. Es ist auch die Größe. Ja, das die Größe, das lernt er selber aus den 130.000. Die Größe kann der selber, da braucht er kein Markieren. Das muss nicht bestimmte Abstand haben für das Foto. Ich komme jetzt gleich noch auf das Bildmaterial nochmal zu sprechen, aber nochmal, die Belichtung muss stimmen, oder? Ja. Also wenn ich jetzt nachts das Foto mache, oder? Belichtung muss stimmen, es muss einigermaßen scharf sein und so. Aber es ist wirklich ein, ich werde es dann gleich zeigen, herkömmliches Foto von. Ja. Wird das System immer besser? Also alle auf jeden Fall 100%. Das stimmt nicht. Wenn ich genügend Daten habe, ja, habe ich das nicht mehr. Aber ich werde 100 Milliarden. Ja, wenn du, das nennt man in der künstlichen Intelligenz Overfitting. Overfitting heißt, dass es auswendig lernt. Das heißt, ich weiß, ich verstehe eigentlich nicht mehr, ich weiß, habe es auswendig gelernt. Das wäre, wenn ich für eine Prüfung einfach blind lerne, da, wenn das, dann das, wenn das, dann das, wenn das, dann das. Oder? Wenn ich das blind lerne, aber nichts verstehe, dann kannst du mir die Frage stellen, ich werde die richtige Antwort, aber es ist das nennt man Overfitting, 100% ist nicht. Und dann wäre das Overfitted, das Netz. Also, ja, du kannst schon so bis 99% gehen, aber jetzt nicht im Hautkrebsbereich, also nicht im Gesundheitsbereich. Im Gesundheitsbereich bist du schon extrem gut bei 85-87%. Da bist du ja schon superhuman, oder? Das, wie gesagt, die besten Dermatologen kommen gerade auf 65%, oder? Du bist schon weitaus besser wie der beste Hautarzt auf dieser Welt. Diese Punkte waren ja relativ hoch, oder? Ja, aber das war jetzt nur für Karzinom, also das müssen die ja auch noch für alle.
Maximum haben. Und dem wurden hier 707 Bilder vorgelegt. Also 707 Bilder wurden diesen Hautärzten vorgelegt und die mussten die einstufen. Und der Durchschnitt liegt eben hier, oder? Und der Teil, also wenn du 100% hast, dann gibt diese Sensitivität, Spezifität, das gibt ein Rechteck. Die Fläche gibt 1. Das sind 100%. Ja. Und der Teil, die Abrundung hier, das Eck, das da fehlt, das sind die Fehlquote, das sind wirklich, das ist die Fehlerquote, das ist die Fehlerrate, die wir machen. Ja. Aber das ist das Ziel, also einigermaßen ernstweise Verdacht da ist eines Hautarztes, dann schickt er ja sowieso irgendwie eine Probe ins Labor oder so. Das Ziel wäre des Apps, dass dieser Schritt nicht mehr nötig ist. Ja, das Ziel ist einerseits mal, dass du für dich selber bei Phase 0 schon irgendwo eine Möglichkeit hast zu sagen, ich mache jetzt einfach mal regelmäßig super hier eine Früherkennung zu machen. Und dann, wenn du zum Arzt rennst, dann hast du 100% Lebenswahrscheinlichkeit. Eigentlich so. Oder wenn ein Arzt weiß, okay, das könnte was sein, er ist sich auch nicht hundertprozentig sicher, er kann es ja ins Labor schicken und dir das App hat. Weißt du, die Ergänzung macht es, oder? Die Ergänzung macht es. Also ich habe auch so geschaut, ich kriege es jetzt eigentlich, weil ich die Gefühle kenne und sehr, sehr gute Chancen habe. Und bei der Phase 4 ist dann wirklich, wenn ich so lange mache, kann ich dann ein Gefühl schauen. Aber mit diesen Möglichkeiten. Genau, also das ist eigentlich, was wir uns erhoffen. Ich schaue gar nicht auf die Uhr. Das ist noch gut, glaube ich, dass ich hier. Genau. Jetzt sind die Dermatologen und die kommen und haben das natürlich auch präsentiert, die Ergebnisse und klar, besser, die haben das im Blinden so erfreut. Also, ist klar, sie haben erstmal gesagt: Ja, Moment mal. Hey, das Bildmaterial, das ihr habt, ist ja ein anderes, was wir haben. Ja, also ich mache ja mein Foto mit einer Dermoskopie. Ja, also bitte, nimm doch bitte mal das Gleiche. Ja? Genau, haben wir dann auch gemacht. Und wir haben jetzt dann eben Bilder mit der Dermoskopie genommen, wo ein bisschen, aber auch hier seht ihr, dass wir weit über dem Durchschnitt liegen vom Durchschnitt der Dermatologen. Was heißt Dermoskopie? Ja, das ist ein spezielles Gerät, wo eben diese Fotos gemacht werden. Ja. Also das ist besser als eine Handykamera. Nein, ja, das ist genauso, wenn du zum Augenarzt gehst, dann macht er auch nicht, sondern hat er ein spezielles medizinisches Gerät, wo dann direkt oder spezialisiert ist für diese Art von Aufnahme. Ja. Ehrlich gesagt, da bin ich auch so ein bisschen. Also vergesst nicht, ich bin Entwickler, da ich bin nicht drauf. Ja. Genau, also jetzt habe ich so viel angegeben, jetzt wollen wir das nochmal anschauen. Also, ich muss erstmal schauen, ob mein Service, weil nicht, dass mich die Technik hier verlässt. Ja,
Android-Gerät, was ich jetzt hier habe. Ich starte das App. Ich mache jetzt erstmal hier, sage ich möchte auswählen. Und zwar sage ich jetzt, ich möchte jetzt mal eine Stelle. Kann ich vielleicht mal. Also ich mache jetzt, ich habe ja so, so einen Punkt bekommen. Also zur Schärfe. Ja, also, ja. Und sag jetzt, das ist die Stelle, die interessiert mich, der Punkt ist neu, der war vorher nicht da. Und jetzt sage ich, ja, was könnte das sein? Und jetzt hoffe ich, tut mich der Vorführeffekt nicht, weil ich habe vorher mal die Verbindung verloren. Unter 0,1%. Ja, die Wahrscheinlichkeit. Und dass das gutartig ist, bin ich mir, ist das Netz jetzt zu 91% sicher. Ja, jetzt haben wir Pizza erkannt, jetzt wollen wir schauen, ob wir den Salat auch erkennen. Jetzt nehme ich eben mal ein Bild, wo ich weiß, dass das hier sowas ist. Ich nehme jetzt einfach mal eins. Und wo ich weiß, dass das ein Melanom ist, genau so. Hat schon. Es kommt von der Sichtung hier. Das Bild hat er noch nie gesehen. Das hat er noch nie gesehen. Nein, es ist jetzt auch egal, weil er ist schon trainiert. Das ist, du musst dir vorstellen, das ist eine Uhr, die jetzt eingestellt ist und korrekt die Zeit anzeigt. Und ich kann jetzt jedes Mal auf die Uhr schauen und ich kriege die korrekte Zeit anzeigen. Es ist nicht mehr notwendig, dass er das Bild vorher gesehen hat oder nicht. Es macht nichts mehr aus. Es ist jetzt diese Gewichtungen, dieses Uhrwerk ist jetzt eingestellt und ist diagnostiziert. Also jetzt sehen wir, also er hat es als Melanom erkannt. Ja, und er ist sich hier zu 70% sicher, dass das Hautkrebs ist. Und zwar Melanom. Also die tödliche Variante. Und gutartig gerade mal, also der höhere Wert ist 25%. Die anderen beiden sind gutartig, oder? Ja. 70% ist das Hauptkrebs. Ja. Wie schützt ihr dieses System? Das sind ja sehr sensible Daten. Kann ich ja irgendwie auch jetzt mal ein Virus oder so einpflanzen, ja, genau, damit in der Bevölkerung dann eine riesige Hysterie entsteht, in der diesem Hautarzt da oder eben extra zu der finanziert wird. Super Übergang. Also, es geht noch um viel mehr. Es geht noch um Daten, die da umkommen. Also die Vision ist wirklich, jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, warum mich das Thema so stark bewegt und warum ich das so, ja, nicht persönlich nehme, aber. Und zwar, es gibt eine Vision, die sagt, wenn man diese Daten jetzt irgendwie sicher zur Verfügung stellen könnte, ja, einem Algorithmus, und dieser Algorithmus aus diesen Daten lernen dürfte, ja, dann ist das die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir den Krebs besiegen. Das ist die Vision dahinter. Also ich stelle mir eher die Frage, nicht die Daten nicht zur Verfügung zu stellen, sondern ich stelle mir eher die Frage, wie kann ich hundertprozentig garantieren, dass die Daten sicher zur Verfügung gestellt werden. Und da kommt jetzt etwas ins Spiel, ich habe es vorher mal einen Begriff fallen lassen, Blockchain, ja, ist so sicher, dass wir sogar unser Geld dem anvertrauen. Ne? Also Bitcoin ist basiert auf dieser Technologie und es ist wirklich extrem sicher. Klar, es ist nicht alles, es ist nichts 100% sicher, aber das muss schon wirklich, also man ist schon, also da haben schon der Kanton Solothurn
stellt schon eine ID aufgrund, musst du dir vorstellen, ein Ausweis, eine ID mit der Blockchain zur Verfügung. Also, am Zürich Hauptbahnhof allein 26 Start-up-Firmen, die nur Blockchain. Also das Thema ist jetzt zwar, ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber das zu kombinieren und dann einem Algorithmus die Möglichkeit zu geben, mit diesen Daten zu arbeiten, das wäre ein Traum. Nochmal zu der Antwort, mit Blockchain wäre das die Möglichkeit, das sicher zu gestalten. Und keine weitere Frage. Wenn man da jetzt Herzkrebs verringern kann, das ist nicht ganz vorausgesetzt, so, dann geht man ja noch irgendwie auf eine andere Industrie los, also die Pharmaindustrie, die weniger Medikamente verkaufen kann oder könnte. Ja, jetzt kannst du schon anders als genau, jetzt als Beispiel. Also, man will ja einen Markt irgendwie weg, der für andere Bereiche extrem wichtig ist. Ist da irgendwie in Zusammenarbeit angedacht? Es ist das, was wir daraus machen, oder? Ja. Wenn die so denken, dann hast du recht. Aber ich sag mal, es ist auch wirklich, es soll uns nicht ersetzen, es soll uns ergänzen. Das ist wirklich der Punkt, den ich auch heute hier mitbringe und den ich rüberbringen möchte. Es ist, jetzt komme ich eben zu diesen Challenges oder zu den letzten Folien. Ich bin dann auch wirklich schon fast durch, versprochen. Und ich habe was zum Radio. Nein, es sagt nur, es ist oder es ist nicht. Okay. Egal welche Farbe, es sagt, das sagt ihr auch schon, Farbe, ist es oder es ist nicht. Es ist eher ein Prototyp, das ist aber schon sehr ausgereift aus. Ja, es ist halt, erstens mal musst du das lizenzieren. Also wir sind gerade dabei, das zu schauen mit der Lizenzierung. Und dann eben so dem, wie er gefragt hat, ja, wie kannst du jetzt garantieren, dass die Daten sicher sind und so. Also ist schon noch einiges an Arbeit zu tun. Dann. Wie sieht es aus mit dem Wettbewerb? Gibt es Kindischen und so? Das war im Nature Magazin der viertmeist diskutierteste Artikel dieses Lesion Classification. Also wir sind nicht die Einzigen, daran arbeiten. Es gibt sogar einen Wettbewerb, der jährlich ausgeführt wird, für das beste neuronale Netz, was die höchste Trefferquote erzielt. Also du kannst hier als Uni kannst du an diesem Wettbewerb teilnehmen mit deinem neuronalen Netz und kannst dann quasi den Preis dort abräumen. Nochmal, ich sehe einfach die Möglichkeit drin, es wäre weit hergeholt, aber wenn wir den Krebs irgendwo mal in den Griff bekommen, das wäre schon super. Gut. Also möchtest du vielleicht noch jemand ausprobieren? Also mal schauen, ob es eine Missklassifizierung gibt. Ich habe noch eine Frage zu dieser Skinvision. Also diese App gibt es seit 7 Jahren anstelle. Seit 7 Jahren wird daran geforscht bereits. Seit 7 Jahren wird da an dem schon, also neuronale Netze gibt es schon seit den 50ern. Das Problem war, dass sie sich nicht durchgesetzt haben, war die Rechenleistung. Also wir waren früher nicht in der Lage, heute, jetzt, ich komme eben jetzt, das ist ein super Übergang zu den Challenges, oder? Jetzt bist du gerade, sind wir da gerade bei den technischen Challenges, oder? Und neuronale Netze gibt es schon sehr lange. Und der Grund ist einfach der. Genau. Heute werden spezielle Chips erzeugt. Das sind die TPUs. Also Google erzeugt spezielle Rechenleistung, die nur optimiert ist auf diese Berechnungen. Es sind keine hochkomplexen Berechnungen. Es sind ganz einfache Matrizenmultiplikationen. Der Punkt ist einfach die Menge. Es sind Millionen von Matrizenmultiplikationen, die da ablaufen. Und diese Menge wird eben heutzutage über spezielle Chips, das heißt diese TPUs, kann man das mittlerweile
zu einem ja, fast Echtzeit-Service anbieten. Ja? Macht der Google auch bereits. Das, was ihr jetzt hier im Hintergrund, ich kann das mal zeigen, was da eigentlich im Hintergrund passiert, ist schnell gerade. Ja gut, ich kann es mal nicht zeigen. Nein, der läuft ja gar nicht. Ich hätte jetzt gerne gezeigt, die Ausgabe vom neuronalen Netz. Also was im Hintergrund eigentlich passiert, was ihr vorne seht, okay, wir kriegen eine Einstufung, aber was im Hintergrund eigentlich passiert. Ich versuche das gerade noch, ich habe vorher mal die Konnektivität verloren, deswegen kann es gerade zeigen. Aber das ist jetzt eine GPU-Maschine, das heißt, die hat speziell grafische, sie rechnet mit der grafischen Recheneinheit, die weitaus schneller ist wie eine ganz normale herkömmliche CPU-Maschine. Und deswegen kann man das als Service mittlerweile wäre machbar. Früher war vor 50 Jahren, war dann einfach nicht machbar. Du hattest nie diese Rechenleistung, nirgendwo. Also schon irgendwo vielleicht an der Uni in einem Großrechner. Aber so jetzt, dass ich jetzt im Service mir, ich zahle keine Ahnung bei Google wie viele Monate, habe das als Service, das war undenkbar damals. Genau, Challenges. Also einmal, wenn wir jetzt so machen wir gerade die technischen, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bald mit den nächsten Handy-Generationen ich jetzt nicht mehr so viel rumtun muss, sondern das wird direkt auf dem Handy passieren. Also die Rechenleistung wird direkt auf dem Handy zur Verfügung stellen. Also Samsung, das neue, ich glaube, Modell hat ja jetzt schon speziell für künstliche Intelligenz einen Chip drauf. Also es kommt jetzt langsam, oder? Und das wird alles lokal laufen zum Schluss. Ja? Also die Hoffnung ist, dass eben dieses selbst das Lernen irgendwann hier auch lokal läuft und nicht irgendwelche Cloud-Services. Was sind die Challenges? Ihr habt es selber gehört, oder? Know-how, oder? Also das Fachwissen, das Domainwissen, extrem wichtig. Wir arbeiten in der Anthologie, die Fragen waren super, oder? Was ist das für ein Gerät? Wie macht er das eigentlich? Schickt er das nicht zum Labor und so? Also das muss man alles, du musst wissen, womit hast du es zu tun, oder? Womit hast du es zu tun, weil du kannst auch ganz schwer auf die Nase fallen, oder? Wenn du wirklich weißt. Dann die richtigen Theorien. Also du brauchst die richtigen Theorien, um das Problem zu lösen. Du kannst das Problem schlecht lösen, du kannst es gut lösen. Mit den falschen Theorien, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich sage, okay, es ist zu 80% funktioniert das Ding, ich habe es aber falsch geprüft, es ist falsch kalibriert, ich bringe das auf den Markt. Ja, aber das will. Ja. Man muss die richtigen Theorien kennen, man muss diese neuronale Netzjustierung. Das ist wie wenn ich einen Uhrmacher, wenn ich jetzt sage, okay, ich setze mich jetzt mal hin und ich bin jetzt der Uhrmacher. Ja? Also das, ich weiß nicht, ich war noch nie eine Uhr gemacht, aber ich weiß noch was, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch unheimlich viel lange Jahre Erfahrung ist, dass da mitkommt. Oder? Das sind so wirklich funktional die Herausforderungen. Technisch haben wir schon die Rechenleistung, die Performance und natürlich spielen hier viele Technologien. Hier läuft Java, im Hintergrund läuft Python, dann läuft da Flask, TensorFlow, Libraries, also es ist sehr heterogen verteilt im Moment noch. Es sind viele Technologien, die hier zum Einsatz kommen. Das ist sicherlich auch noch eine Challenge. Kulturell, wir haben viel Entwicklung in Indien. Ja. Da habe ich gemerkt, ist wirklich das Wichtigste, das Rahmenwerk klar vorzugeben, weil die Definition und das Verständnis völlig unterschiedlich ist. Also wenn wir von Qualität reden, ja, also man muss wirklich erstmal das Rahmenwerk legen, dass wir verteilt alle zusammen arbeiten können. Also was die Regelung und alles, das ist meiner Meinung nach noch immer die größte Challenge. Ja, wenn es eben nicht alle zusammen an einem Ort sind, oder? Das ist für mich immer noch die größte Challenge, kommunikativ und auch von der Zusammenarbeit. Wie
Habt ihr das Keller, das jetzt im konkreten Kurs? Ach, das nächste. Ja, das sind also, wir haben sie schon mal besucht und so und sie mal uns und so, aber ja, es läuft so. Das, wir haben keine andere Wahl. Das ist anders einfach im Moment nicht machbar. Genau. Und wie arbeitet ihr konkret zusammen jetzt? Ja, also jetzt komme ich zu dem, weil vorhin gelacht wurde, DevOps als Software. Also DevOps, sicherlich einige arbeiten auch schon nach diesem Prinzip, ist ja, man hat einfach Erfahrung gemacht, dass dieses über den Gartenzaun werfen hat extreme Blindleistung hervorgerufen früher, oder? Und man hat jetzt gesagt, ja, wieso schneide ich den Kuchen eigentlich so, dass ich immer Sachen über den Gartenzaun werfen muss, lass die doch in einem Team sein, also der vom Betrieb, wusste nicht, was der Entwickler macht, der Entwickler wusste nicht, was der vom Betrieb macht, hat gesagt, lass die doch zusammenarbeiten. Also es ist ein Zusammenarbeitsmodell, wovon man sich erspricht, dass das Ganze agiler, flexibler und letztendlich auch kostengünstiger wird. Also wir arbeiten nach agilen Methoden, Scrum. Wir haben jetzt auch keine Chefs mehr. Bürokratie ist eingeführt worden, bei uns jetzt schon 2 Jahre. Ne? 2 Jahre. Also ist viel Challenge. Und welches Instrument für die Zusammenarbeit? Weil wir haben uns heute Morgen eben genau mit dieser Thematik befasst. Also ganz konkret in deine Tätigkeit. Also wir haben einen Mix aus, es nennt sich SAFe, das Rahmenwerk. Ja, SAFe ist eigentlich Scrum für Großunternehmen. Also du kannst eigentlich Scrum. Das Problem bei Scrum ist ja, es ist für ein Team. Aber jetzt, was ist jetzt, wenn du 10 Teams hast? Ja, wie gehst du? Da kann dir Scrum nicht mehr helfen. Das heißt, du brauchst Scrum für große Unternehmen und dann arbeiten wir nach dem SAFe-Rahmenwerk. SAFe hat halt gewisse, sag ich mal, als Manifesto, da werden gewisse Prioritäten gesetzt. Das ist zum Beispiel, früher war es ja so, ja, Dokumentation ganz wichtig, ja. Aber jetzt ist wirklich bei SAFe, sagt man, als Funktionalität über Dokumentation. Also wer mal in Google das SAFe-Manifesto mal eingibt, dann kriegt er diese 10 Grundgesetze für diese agile Zusammenarbeit. Und das ist zwar schön, aber bis das hier oben wirklich stattfindet, oder? Denke ich, das wird noch die Lage brauchen. Die Theorie ist da weit voraus der Praxis. Und macht ihr da konkrete Anstrengungen, weißt du, so ein Team, dass ihr versucht, diesen kulturellen Wandel auch hin zu neuen Zusammenarbeit anzugehen? Ja, sicherlich. Also, die Erfahrung gemacht. Also was ich ganz toll finde an dieser Scrum-Methode, es kommt wirklich, also wenn du es wirklich authentisch machst, kommt alles auf den Tisch. Kommt wirklich, also das war früher nicht so. Also früher war, ja, wurde drüber hinweggeredet und man hat Sachen schön geredet und so weiter. Und bei Scrum ist wirklich, die Sachen kommen auf den Tisch. Da gibt es extra das Retro. Retro-Perspektive, da wird alle 2 Wochen geschaut, hey, was ist jetzt eigentlich passiert? Was haben wir eigentlich für uns Ziel gesetzt? Was ist eigentlich de facto passiert? Was haben wir eigentlich erreicht? Wo stehen wir? Diese Reflexion hat in dem Maß früher nie stattgefunden, oder? Und das finde ich, ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil von dem neuen Ansatz. Und mit dieser Aufrichtigkeit kann man sehr viel erreichen. Man kann wirklich intensive Zusammenarbeit so besser erreichen. Aber auch das kann natürlich die örtlichen Distanzen nicht lösen, oder? Das ist klar. Genau. Und habe ich am Schluss, dann bin ich auch fertig, noch eine Frage an euch. Und ich denke, wir haben auch schon drüber geredet, diese andere Seite der Münze, Pharmaindustrie. Was glaubt ihr, ist ein Automatismus mit Kontrolle möglich? Also ich meine damit, ja, alles gefragt. Wird irgendwann mal uns künstliche Intelligenz kontrollieren? Und also meine Art, oder ich gehöre zu dieser Fraktion, die wirklich, also zu Hawkings
Gruppe. Es ist ja so ein bisschen zwei Parteien, die sagen, es kann nie passieren. Eine Partei, die sagt, okay, es ist möglich. Ich gehöre zu der Partei, die sagt, es ist möglich. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird es eben Automatismus ohne Kontrolle. Wenn wir damit auch an dem Punkt aufpassen, und wenn das dann passiert, dann denke ich, ist das eben immer zum Wohle der Menschheit. Sondern also, dann ist es eben nicht mehr zum Wohle der Menschheit, sondern umgekehrt. Das wäre ein Abschluss dieser Präsentation. Darf ich da noch eine Frage? Klar, selbstverständlich, jetzt da kommt eine Frage da. Ich weiß ja nicht, wie ich euch noch zeitlich belasten darf. Nein, also es ist äußerst spannend. Ich meine, was sind dann so direkt gefragt deine schlimmsten Befürchtungen? Ja, Automatismus. Ist nach meiner Erfahrung bedeutet immer, in dem Moment, wo etwas automatisch abläuft, hast du keine Kontrolle, weil sonst wäre es nicht automatisch. Automatismus bedeutet, in dem Moment, wo es passiert, ist keine Kontrolle da. Und dieser Moment kann aber zu extrem, stellt euch vor, ihr fahrt in einem selbstfahrenden Auto. Ja? Und der bremst mitten in der, auf der Autobahn, bremst der mitten 300 Stundenkilometer. Aber er bremst mit ab und es kracht. Ja, das ist, ja, keine Kontrolle, oder in dem Moment, weil das ist der Knackpunkt für mich. Das ist da, wo wir aufpassen müssen, dass das dass uns da nicht die Kontrolle. Ich sage ja, das Zeug ist superhuman. Es wird uns Sachen beibringen, es wird uns Strategien, Taktiken beibringen, die wir so, die diesen Level gar nicht kennen. Und da müssen wir aufpassen. Das ist so meine Ansichtssache. Ja. Also dieses Reinforcement Learning, was das schon alles drauf hat, ich weiß nicht, es gibt unter Netflix einen Film, der heißt AlphaGo. Wenn man Lust hat, am Wochenende sich diesen Film mal anzuschauen, AlphaGo, das ist die Firma DeepMind, das ist momentan das Nonplusultra, was künstliche Intelligenz angeht, auf dieser und da seht ihr mal wirklich, was da, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, die sind jetzt mit Alpha Zero schon wieder, die schaffen es, den weltbesten Spieler in 3 Tagen das Netz so schnell zu trainieren, dass der weltbeste Spieler nicht mehr nachkommt. In 3 Tagen trainiert sich das Netz so dermaßen diesen Skill an, dass es den weltbesten Spieler wird. Auf dem Level sind die mittlerweile. Und da sehe ich auch die Gefahr einfach, oder? Dass uns die Kontrolle da immer entfällt. Also ich vielleicht Kommentar dazu. Ich teile auf der einen Seite deine Ansicht, auf der einen Seite, dass das sehr mächtig sein kann, aber reicht einfach da nicht, dass man da einfach den Strom abstellt? Es ist super human. Das Ding ist intelligent, ich sage ja, wenn du keinen Kontrollmechanismus, es ist intelligent, es wird, ich schau dir diesen AlphaGo-Film, am Schluss lernt dieser weltbeste Spieler von diesem Netz Strategie. Also er bringt ihm Strategie bei, er bringt das Spiel auf einen neuen Level. Ja, mein Problem ist einfach verstecken ziehen, oder? Was ist, wenn er das, verhindert? Was ist, wenn er sich schon lange darauf, der ist schon 10 Schritte voraus. Der weiß schon, dass du den Stecker ziehen könntest, der ist schon 10 Schritte voraus. Der hat sich schon 20 Stecker bestellt. Ja, ich weiß, ich, mag sein, klar, ja, es gibt eben 2 Parteien, ich gehöre zu der, so ist es nun mal. Dann kann das auch eine Gefahr sein, oder? Ja, absolut. Weil dieser Satz, oder wir alle müssen sicher gehen, ja, dass wir nicht. Das ist genau, das ist das, was ich
mir sehr am Herzen liegt. Da müssen wir immer drauf aufpassen. Bei der kritischen Begutachtung, was passiert in China? Kannst du da was sagen dazu? Was in China passiert? Ja, also wir meinen, dass die in der Thematik vorangehen und da. Das ist nicht nur China. Das ist nicht nur China. Das ist da hinten momentan Google. Setzt okay. Nur noch auf KI. Das ist Nummer 1, Google. KI. Sonst, ich sage ja, die haben alle ihre Rechner im Rechenzentrum, sind nur noch TPUs. Die machen nichts anderes mehr. Ja? Das ist das, worauf die setzen, oder? Zu 100%. Also das ist nicht nur China. Oder ich sage ja, es passiert allein schon. Ich habe jetzt. Liechtenstein tut jedes neue Unternehmen, was gegründet wird, nicht mehr herkömmlich, sondern nur noch über zum Beispiel die Blockchain erfassen. Ja? Also der gesamte Staat Liechtenstein bürgt mit seiner Blockchain für diese Daten. Ja? Und das wird kommen, oder? Weil das Potenzial ist riesig. Wenn ich jetzt persönlich, nehmen wir mal an, ich kaufe ein Haus und ich zahle jetzt diesem Notar 16.000 Stutz. Und ich könnte das aber direkt über eine Blockchain, ich würde diese 16.000 sparen. Das wird kommen. Das wird so gemacht, das ist passiert, oder? Das ist für jeder Anwalt, jeder Notar, jeder. Dieses KI wird uns alle berühren. Du kannst meiner Meinung nach jede wiederkehrende Standardtätigkeit kannst du digitalisieren. Also anders gefragt, macht sich Google die gleichen moralischen, stellt sich die gleichen moralischen Fragen, die du stellst? Oder geht es dann nur ums Google schon, ja, aber bei China, aber ja gut, ich würde jetzt niemanden schlecht reden, aber ich. Ja, sicherlich wird es einige geben, die werden das, ja, wie es auch heute schon ist, oder? Jetzt die Guten und die Bösen, oder? Wie wirst du denn so aufgetragen? Also, der Staat, wie soll der sich diesem Thema annehmen, dass es da nicht in die falsche Richtung geht? Indem wir uns global irgendwie zusammenschließen und versuchen dann dem Einhalt zu gebieten. Das ist jetzt der einzige Ansatz, den ich sehe, weil du bist anders dem nachkommen. Ich glaube, es ist eine Debatte, welche wir in eine Richtung treiben können. Was ist zum Wohle der Menschheit? Was machen wir auf unserer Welt? Ich meine, wir haben Klimademonstrationen. Ja. Woher kommt die? Von den Schlechten oder von den Guten? Ja. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Was hat das jetzt mit Swisscom zu tun? Aus Telekom-Dienstleistung. Der Image Classifier, die Sensoren, du brauchst für diese Sensoren Wireless, brauchst du Verbindungen, Connectivity, so, das hast du gerade gesehen, deine Connectivity war nicht da. Und du brauchst Connectivity, du brauchst Netz. Ist ja völlig egal, du brauchst Netz. Okay. Das ist der Vorteil. Für alles, wo du digitalisierst, wirst du Netz brauchst. Und überall, wo du Netz brauchst, findest du uns. Ja, dann gäbe es ja noch mal unendlich viele andere Anwendungen als jetzt gerade. Das ist für mich die Digitalisierung. Das ist die Digitalisierung. Nein, die Frage ist, was ist das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell ist, dass wir Netz verkaufen. Das gibt es ja schon. Nein, noch ich nicht. Die App, noch nein, ich habe bloß ein Abo, ich will dir das zweite verkaufen. Für deine Sensoren, für deine 5 Sensoren, die du jetzt hast. Ja. Brauchst du nochmal 5 Autos. Ja. Und wie geht es jetzt um diese App konkret weiter? Also das ist ja, es wird, von ja, also du, es ist ja wirklich ein Experiment gewesen, oder? Und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht irgendwann mal so ein Reifestatus erreicht. Also wie gesagt, mein Traum, wohin ich weiß. Aber das ist ja das, was eine Vision ist, oder? Dass wir irgendwann mal den Griff bekommen. Das ist ein kleiner Schritt in die Richtung. Und ich hoffe, dass wir mit diesem kleinen Schritt den nächsten machen können.
und noch den nächsten und das, ja, vielleicht passiert es irgendwann. Weißt du, wie viele in einem frühen Stadium erkannt werden überhaupt? Also, weil ich stelle mir das auch relativ stressig vor, jetzt fotografiere ich nicht jeden Abend. Wieso merke ich das? Bin ich also, entweder bin ich sensibilisiert oder ich bin nicht sensibilisiert. Aber schau mal, ich gehe zum Beispiel, ich komme vom Sport und dann dusche und dann schau, merke ich das eh, dass der war ja wirklich schon da vorher. War das schon da? Aber jetzt hast du ihn am Rücken. Jetzt hast du ihn am Rücken. Ja, gut. Dann stehst du dann vielleicht deine Frau und dann sagen, hey, sag mal, war der Fleck schon letzte Woche da? Oder, ja, aber eben, das ist Wahnsinn, das hast du ja da bei Mutter gesagt, das ist eine. Ja. Irgendwann ist das Leben auch nicht mehr lebenswert, weil ja. Du bist nur noch vor dem Spiegel, checkst dich in allen Bereichen, was ich in diesem Moment umbringen könnte. Ja. Also ich stelle mir das furchtbar vor. Ja. Also klar, es ist wo sag ich mal, ja, das einfach eine Masse oder ein Punkt erreicht wird, wo das, zu viel ist. Bin ich bei dir. Aber nochmal, wenn es bei mir ums Überleben geht, schieße ich da schon mal ein Foto her. Das ist kein Problem. Kurz sehen, bitte. Und das, also gerade eine der Fragen dort, dass das Geschäftsmodell jetzt mit dieser App und Use Case, ist das jetzt, vielleicht wurde das schon beantwortet, die Hautärzte haben diese App oder ich als, ich lag mit mir runter? Das ist eher ein Anwendungsfall. So. Ein Anwendungsfall ist, dass jemand, okay, ich möchte jede Woche einfach mal eine Früherkennung machen oder ich möchte einfach mal jetzt mich interessiert, was ist dieser Fleck hier? Ich lade mir das jetzt mal runter und schau mal. Ja? Und jetzt plötzlich, okay, jetzt kommt dann, ich würde mal zum Hautarzt gehen. Ja? Und vielleicht hast du, und es ist Phase 0. Und dann, super, oder? Und wenn ich schon nur den einen erwische, oder? Dann, war, mich persönlich ist das schon, hat sich das schon erlebt. Absolut, also die Idee ist im Prinzip, dass sich das jeder dann eigentlich runterladen kann, oder? Das wäre ein möglicher Use Case. Da muss natürlich noch vieles, das muss auch wasserdicht werden. Ja. Und Kosten, also vom Erlösmodell her, ist das im Prinzip dann für mich kostenlos? Oder denkt ihr da an ein Bezahlmodell? Oder? Wie ist der Business Case hier? Das ist gut, jetzt bin ich jetzt fragst du jemanden, der, ich bin wirklich aus der Entwicklung, okay. Ich bin nicht nur das Business Modell. Okay. Ich könnte jetzt nur meine Annahme. Ja, was ist deine Annahme? Ja, ich habe dir schon gesagt, also es braucht Netz, oder? Und ich denke mir, dass wir mit all diesen Bedarfflecken, Bedarf generieren. Der Bedarf, jeden Sensor bedarf es dann auch eine Verbindung. Mit jeder Verbindung braucht das Netz. Mit jedem Netz kommt jemand ins Spiel, der das zur Verfügung stellt. Und so stelle ich mir das vor. Aber ich, ein Ansatz. Ich muss noch eine Anschlussfrage stellen. Es ist ja, du hast es gesagt, ihr seid in der Pilotphase und so weiter, ja, Testing ja. Und so. Und so wie ich es vorhin gehört habe, also ist das jetzt erstmal ein Projekt, das mal gemacht wurde. Ob es weitergeht oder nicht, steht noch in den Sternen. Ist, also die Vision war von Anfang an nur quasi bis zu einem Reifegrad und dann mal schauen, oder? Die Vision war, dieses Know-how für unser Business einzusetzen. Also ein Image Classifier, den kannst du nicht nur für Hautkrebs einsetzen, den kannst du für Erkennen von sonst was einsetzen. Ja? Diesen Image Classifier kannst du vervielfältigen, den kannst du für 1000 Fälle einsetzen. Das ist dieses Know-how, das wir dann damit haben und das ist einfach mal auf
zu sehen, was das bedeutet, Schleifen zu sehen. Und von dem her ist jetzt nun also aus, dass der Business Case nicht das Netz ist, sondern die Datensammlung und dann die Plattform zu verkaufen. Das hast du gesagt, ich glaube das nicht. Nein, dafür sind andere schon viel zu gut in Datensammlung. Da bist du schon, da ist der Zug schon so lange abgefahren. Also, für mich war es ein sehr schönes Beispiel.